So, das heißt, wir sagen Y. Dann könnten wir jetzt hier Review Mission machen, um jetzt nochmal die Missionsbeschreibung uns anzuschauen. Das brauchen wir nicht. Wir sagen jetzt Exit Terminal und sind im Spiel. So, sehr schön gemacht finde ich hier diesen Schatten, dass wir ja quasi wirklich nur im Lichtkegel hier laufen. Ja, ihr müsst ein bisschen schauen. Wie gesagt, man muss sich hier ein bisschen mit der Munition, muss man hier haushalten. Man sollte nicht unbedingt jedes Alien abschießen, was einem hier in den Weg kommt. Hier und nach oben gehen wir entsprechend in die Türen rein. Genau. Denn es kann nachher schon durchaus ein bisschen knapp werden mit der Munition, ne? Also wenn ihr die Möglichkeit habt, könnt ihr hier auch ruhig einfach ein bisschen durchlaufen und müsst nicht jedes Alien jetzt killen. Sehr geil gemacht, finde ich hier mit dem Hintergrund, mit den Prisoners. Ja, das steht nicht in der Anleitung, kurioserweise. Könnt ihr auch nicht nachvollziehen, warum? Ja, in der Tür kommen wir nicht weiter. Wir müssen nach oben drücken, damit diese Tür aufgeht. Warum das nicht in der Anleitung steht, keine Ahnung. Ah, falsche Taste, falsche Taste. So, und ihr seht schon, hier kommen echt viele. Ah, Sven. So, die Eier können wir schon mal zerstören, wo die Facehugger rauskommen. Das schadet nicht. So. Also grafisch ist das Spiel auf jeden Fall echt sehr, sehr schön umgesetzt. So, hier gibt es schon mal ein bisschen Munition. Oh, echt viel hier. Ja, was mir hier jetzt wirklich ein bisschen fehlt, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist, so wie wir das aus der Mega Drive und der Master System Version kennen, eine Anzeige für die Gefangenen. Wie viele wir denn jetzt überhaupt hier holen müssen. Wir kriegen das später auch nur quasi angezeigt, wenn man so will, durch ein Audiosignal, wenn wir alle Gefangenen ja, befreit haben oder später auch in anderen Missionen, wenn wir alles gemacht haben, was wir machen sollen, dann kriegen wir das angezeigt per Audiosignal, dass die Mission jetzt fertig ist und dass wir zum Terminal zurück können. Vorher nicht. Und das ist halt schon ein bisschen tricky. Da wäre halt so eine Anzeige jetzt ganz schön gewesen, ne? So, jetzt hier unser erster Gefangener. Der andere ist auf der anderen Seite. Okay. Ja, jetzt habe ich schon eben einen Fehler eigentlich fast gemacht. Und zwar einfach Sachen aufgenommen, was gar nicht notwendig ist. Denn es ist ja quasi so ein bisschen Open-World-mäßig, das Spiel. Das heißt, wir können jederzeit in alle Räume zurück. Und solange wir jetzt hier zum Beispiel den Flammenwerfer voll haben, ist es Blödsinn, jetzt hier Munition aufzusammeln für den Flammenwerfer. Die kann man an der Stelle dann einfach zurücklassen und später vielleicht, wenn man sie braucht, nochmal hinlaufen, um die sich zu holen. Oh, das war ein Fehler. Wobei es halt auch immer so eine Sache ist, den langen Weg hier zu laufen, weil ihr seht schon, was hier an Monstern los ist. Das ist nicht so ohne. Ja, hätten wir vorher einfach mal hier lang gekonnt. So, jetzt habe ich gerade gar nicht mitgezählt. Das waren, glaube ich, drei. Das heißt, einen müssten wir noch haben. So, und hier könnt ihr oben an der Reling lang. Das ist auch sehr, sehr schön animiert, finde ich. So. So, das sollten jetzt alle Gefangenen aus dem Raum Nummer 3 sein. Das heißt, wir müssten jetzt in den Zellenblock 4 noch. Da müssen wir diesen Raum hier verlassen und wieder zum Anfang quasi zurück, ja, zum Hauptschacht, sage ich jetzt mal. Jetzt, wo wir hier alles erledigt haben in dem Raum, kommen hier jetzt auch wesentlich mehr Aliens. Oder auch doch nicht. Die letzten drei, vier Male, als ich gespielt habe, kamen bei der ersten Mission hier immer sehr viele Aliens danach. So, nach oben wieder, um die Tür zu öffnen. Und jetzt müssen wir in den Gang G. Ich drücke jedes Mal die falsche Taste. Da gehen wir mal hier über die Tunnelwege.
Das müsste der richtige sein. Ja, da haben wir es schon. Help. So, wie war das hier? Hier muss man, glaube ich, erstmal ganz oben rüber. Ja, genau. Hier oben was? Ich weiß gar nicht, ja. Wo ist er eigentlich? Ah ja, kann man springen. Ja, sie kann sehr weit springen in dem Spiel, finde ich. Manchmal denkt man so, okay, ich kann das Ende noch gar nicht sehen, ob sie denn diesen Sprung schafft, aber den schafft sie. So, jetzt müssten wir noch zwei haben. Ja, das ist auch ein bisschen ätzend, wenn die hier ihre Säure sprühen, dann ist das ein bisschen tricky, oder wollte ich eigentlich gar nicht hin. Ja, und die Facehugger, die auf dem Boden laufen, können wir echt nur kaputt machen, wenn wir uns ducken. So, jetzt lohnt sich schon mal ein bisschen was aufzunehmen. Nein, ducken. So. Auf der Ebene weiter. So, hier ist einer. Und dann ist unten, glaube ich, noch einer. Achso. Hä? Hier kommen wir nicht runter? Mhm. Kommen wir auch nicht runter. Und dann müssen wir hier runter. Ah ja, auch kaum zu sehen hier, dass hier Säure auf dem Boden ist. Ja, da ist der letzte, genau. So, und jetzt müssten wir... Ja, jetzt hört ihr dieses Diddle-Diddle. Das ist dieses Audiosignal, dass wir jetzt soweit durch sind und zurück zum Computer können, zum Terminal. So, da ist hier der nächste. Können wir wieder reingehen. Genau, es ist die oberste Mission deaktiviert sozusagen. Die haben wir jetzt geschafft. Und wir können zur nächsten Pressure Point. Multiple pipe fractures are being reported from mine area number 22. Und auch die sollten wir jetzt zählen. Ich glaube, es waren 4. 1, 2. Genau. Their repair is vital to the entire cooling system. We need to locate and repair them all. Fast. So, mine area 22. Accept mission. Da müssen wir jetzt, können wir auch noch mal ganz kurz hier Examine Blueprints. Das müsste jetzt quasi Mine Area 22, genau, hier rein. Und dann kann man sich hier jetzt auch, wenn man die Zeit aufbringt, sich auch erstmal hier den Weg so ein bisschen zusammensuchen. Wobei es lustig ist, dass hier diese Fractures jetzt überhaupt nicht auftauchen. Ah doch, hier, Broken Pipe. Genau, allerdings muss man hier drauf gehen. Also es ist nicht so wie bei den Prisoners, dass man das angezeigt bekommt. Ja, das ist auch eine. So, uns rüberhangeln nachher. Jo, genau. Aber das ist halt auch ganz cool, ne, dass man in den Blueprints hier in den Karten immer die verschiedenen Goodies sieht, die man hier einsammeln kann. Das ist schon sehr geil gemacht. Okay, Exit Terminal. Und dann müssen wir einmal nur ganz nach links. Also ich finde, das Spielprinzip hier ist schon sehr, sehr schön gemacht, dass man die Missionen in unterschiedlicher Reihenfolge machen kann, dass man hier am Terminal die Karten angucken kann und dass es halt verschiedene Missionen sind und nicht nur finde den Ausgang vom Level oder so wie wir das in der Mega Drive-Version haben, dass man zum Beispiel dauerhaft nur die Gefangenen retten muss. Ja. Mal gucken, kamen wir denn hier hoch?
hoch? Nein, kamen wir nicht. Okay. Ja. Also es ist schon sehr hochfrequentiert hier, finde ich, von den Aliens teilweise. Nein. Und da sollte man nicht reinfallen. Das ist der Gesundheit nicht zuträglich. Ja. So, und jetzt kommt das Gemeine, denn auch das steht nicht in der Anleitung. Das steht nicht in der Anleitung, wie wir denn jetzt den Schweißbrenner ja benutzen, der ja in der Anleitung immerhin drin steht, aber nicht wie wir ihn benutzen. Und zwar liegt der auf der Taste Y. Und dann... Ach, Herrgott, ja. Ich drücke jetzt mal die falsche Taste. Und vor allem, wenn wir aufgehört haben oder unterbrochen wurden, mussten wir nochmal neu anfangen. Ist auch gemein. Das ist schon nicht so einfach. Warum das in der Anleitung nicht drin steht, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Weil es halt existenziell wichtig ist oder essentiell ist hierfür, dass man das weiß. Finde ich so ziemlich schwachsinnig, dass dann sowas nicht in der Anleitung mal erwähnt wird irgendwie. So. Ich glaube, wir mussten erst hier hoch. Das ist gerade nicht mehr so genau. Wir mussten auf jeden Fall nachher auch mal rüber. So, jetzt hier dran. Und mal ein bisschen warten. Auch sehr nett gemacht, finde ich, wenn sie hier fertig gehangelt hat, dass sie dann direkt die Waffe zieht. Ist schon mal reichlich Alien-Action. Okay, so mit Y wie gesagt wieder. Versiegeln. Genau, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht nehmen müssen, die Teile. Wie viel haben wir denn jetzt? Zwei, ne? Kann ich hier unten irgendwo noch eine? Und da unten springen schon die ganzen Facehugger wieder rum. Ja. Wobei ich das jetzt auch nicht ganz verstanden habe. Eben hat er irgendwie das Ei nicht getroffen. Hier jetzt auch wieder. Die werden nur getroffen, wenn sie offen sind. Genau. Wenn die Eier hier geschlossen sind, müsst ihr gar nicht dran schießen, weil ihr nicht trefft. Ihr trefft erst, wenn die Eier offen sind. So war es, genau. So. Dritte repariert. Hier ist eine Tür, aber da müssen wir nicht lang. Ah. Manchmal sieht man die echt schlecht hier, die Facehugger. Wenn die auf dem Boden rumlaufen. Eieiei. Es kommen echt viele auch hier immer. Ich finde es fast zu viel. Upsa. Ja, komm. Oh, komm schon, Ripley. So. So. Jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder rüber. Also von der Grafik und von der Animation und sowas her ist das schon echt ein sehr, sehr tolles Spiel, muss ich sagen. Macht echt unheimlich Spaß zu spielen. Steuerung ist auch wirklich gut. Sehr intuitiv doch. So, hier müsste jetzt irgendwo die letzte Pipeline sozusagen sein, genau. Wieder unser Missionsgeschafft-Signal.
Und dann müssen wir wieder zurück zum Terminal. So. Nächste Mission, heat it up. It's a blasted nursery down there. We've got to fry all the alien eggs in Waste Area 3. Und das sind jetzt jede Menge, die wir machen müssen. Es sind jede Menge. And Alien Corridor Number One. Ja, und das sind auch noch mal mindestens genauso viel, wenn nicht sogar noch mehr. Before they hatch. Ja, accept mission. Genau, und diese Waste Area 3, wir sind hier, die ist jetzt hier, da müssen wir sich halt jetzt erstmal wieder ein bisschen durchsuchen hier in der Karte. Ja. In dem Fall ist es so, dass die hier in der Mine Area 22, in der wir eben gewesen sind, durch diese Tür hier nochmal geht. Ja, und dann sind wir hier in der Waste Area 3. Genau. Und Alien Korridor 1, der ist bei Nummer... Ah, das war da ganz am Anfang. Ja, gehen wir erstmal Exit Terminal. Das heißt, hier an der Stelle müssen wir jetzt den Weg, den wir eben gelaufen sind, nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob man nicht auch jetzt hätte direkt in den nächsten Raum gehen können, um die Alien-Eier zu zerstören, bevor man diese Mission angenommen hat. Habe ich noch nicht ausprobiert. Wenn ihr das vielleicht schon mal ausprobiert habt, schreibt es gerne mal, würde mich mal interessieren. Weil da kann man sich natürlich ein bisschen Weg sparen dann. So, jetzt müssen wir erst nochmal hier den ganzen Weg laufen. Eieieiei. Ja, bei den großen Aliens ist immer am besten einfach direkt eine Granate feuern. Dann hat man die aus den Füßen. Ah ja, gut, das ist dämlich. Das Gewehr hier. Jetzt muss ich den Flammenwerfer für die Eier aufheben. So. Jo, jetzt geht's los. Und das ist auch ein ultra geiler Effekt, finde ich hier mit dem Regen. Sehr, sehr schön gemacht. Der brodelnde Lava da noch. Also das kann man uns ja eigentlich ein bisschen einfacher machen. Ach ja, hier kann, an der Stelle können wir es nicht durch. Hä? An der anderen Stelle konnten wir doch eben hier durchfeuern. Okay. An der anscheinend nicht. Also ich habe jetzt die Eier auch nicht gezählt, wie viele wir denn jetzt hier wirklich kaputt machen müssen. Wir gucken einfach mal. So. Ja. Der Flammenwerfer ist hier schon die beste Lösung auf jeden Fall. Geht allerdings natürlich sehr schnell leer hier bei dem Rumgeflamme.
das ist ja richtig fies. Ah, Sven, drückt doch halt jedes Mal die falsche Taste, ne? Ja, der Flammenwerfer hat es gleich hinter sich. Leider. So. Ah, verdammt! Los, spring, spring, spring! Spring! Boah. Hammerhart! Oh, komm schon! Oh, sag mal, das gibt's doch nicht. Ich habe mich doch geduckt. Hallo? Nein! Nein! Wie dämlich war das denn? Tja, das wär's schon an der Stelle. Also kein einfaches Spiel. Kein einfaches Spiel. Ja, gut, ich denke, wir haben auf jeden Fall, ihr habt einen guten Eindruck bekommen von der Fassung hier. Auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel, finde ich. Man muss sehr viel Zeit investieren, um hier ein bisschen voranzukommen. Ich glaube, das ist auch irgendwie nicht unter 3 Stunden oder so durchzuspielen, wenn man es am Stück durchspielen will. Also da hat man schon einiges zu tun. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr cool, dadurch, dass es halt diesen Missionscharakter hat, dass man es ein bisschen variieren kann, wenn man es jetzt doch ein bisschen öfter spielen muss, die Level, um mal bis zum Ende zu kommen. Und vielleicht gibt es auch eine günstigere Reihenfolge, die ganzen Missionen hier zu durchlaufen, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ne? Ja, dann wäre es das für heute mit der Super Nintendo-Version von Alien 3. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann im letzten Teil unserer Reihe noch die Gameboy-Fassung von Alien 3 an, die auch ihren Reiz hat, sage ich euch einfach mal. Denn das Spiel ist gar nicht so schlecht. Aber macht euch da selbst mal ein Bild in der nächsten Folge. Bis dann erstmal. Tschüss.